Partystan. Das Land, das von Gold und Edelsteinen nur so strotzt, ist der Party-Hotspot schlechthin. Jedoch ist das Feiern exklusiv dem Hofstaat von König Donny dem Ersten vorbehalten. Wer wagt es, mein Amüsement zu unterbrechen? Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Party. Hey Mann, den Schuh kommst nicht rein, voilà. Oh. Ey, kein Lauf. Quatsch. Hey, aufpassen. Oh nein, es ist das Volk. Es will auf unsere Party. Oh Gott, das Volk. Wenn wir sie mitfeiern lassen, dann wollen sie immer wieder mitmachen. Denk doch an den Dreck, den sie mit hereintragen. Hör zu, Sugar. Du darfst ihnen jetzt nicht nachgeben, sonst sind unsere Partys nicht mehr das, was sie einmal waren. Alarm! Alarm! Der Pöbel ist kurz davor, die Tore zu stürmen. Oh nein! Diese impertinenten Schurken! Mach das, was jeder weitsichtige und gütige Herrscher in dieser Situation machen würde, wenn sich dein eigenes Volk gegen dich wendet. Bring ihre Anführer um. Ja, ausgezeichnete Idee. Man rufe mir meinen engsten Berater Steve herbei. Ihr habt nach mir geschickt? Steve, mein Guter. Nimm ja gleich wie immer. Wir müssen dir, glaube ich, ein Glöckchen anhängen. Ich habe nachgedacht. Ich bin zu dem weisen Entschluss gekommen, dass sich das Volk eine Feier, die ihm würdig ist, verdient hat. Drum gehen uns, Steve, und verkünde die Nachricht, dass sie den Aufstand einstellen sollen. Sie sollen nach Hause gehen und sich ausruhen. Sage ihnen außerdem, dass ich morgen in aller Früh mit den Anführern reden möchte, um die Playlist für die Feier zu besprechen. Ich werde die frohe Botschaft verbreiten, mein König. Steve, der Ninja, verbreitete die frohe Kunde von der bevorstehenden Party für jedermann. Er informierte auch die Anführer und wies noch einmal darauf hin, dass die Einladung in den Palastsaal von höchster Dringlichkeit war und dass sie ja nicht zu spät kommen sollten. Ausgezeichnete Arbeit, Steve, mein alter Freund. Da du alte Spaßbremse nicht für Partys zu haben bist, kannst du dir nach all den Jahren ein paar Tage Urlaub nehmen. Danke, mein geliebter König. Jetzt habe ich endlich mal Zeit, meiner Leidenschaft, dem Stricken, nachzugehen. Ah, da seid ihr, Männer. Ihr seid die treuesten und langjährigsten Diener, die ich habe. Ich habe euch immer gut behandelt und euch mit Pizzaresten von meinen Partys versorgt. Nun brauche ich euch in einer delikaten Angelegenheit. Was auch immer es ist, mein Herr, wir stehen hinter euch. Gut, das ist schön zu wissen. Nun höret meinen Plan. Morgen früh habe ich zahlreiche Anführer in meinen Palastsaal eingeladen, um mit ihnen angeblich die Musik für meine nächste Party zu besprechen. Nun kommt ihr ins Spiel. Ich möchte, dass ihr die Gäste in das Nebenzimmer bringt und sie dort einen Kopf kürzer macht. Euer Wunsch ist uns Befehl. Am nächsten Morgen. Lasst uns beginnen. Es betritt den Saal Gauke von Gustrovia. Yo King, was geht ab? Es wäre voll nice, wenn du auf deiner nächsten Party ein bisschen Rap, Trap und Cloud Rap spielen könntest. Buah! Jetzt! Ey, das geht gar nicht klar, Digga. Nächster. Lauchior, Anführer der Lauchpeople. Lauchige Grüße. Hey Mann. Was das? Das war der letzte? Okay, puh. Regieren ist harte Arbeit. Hoffentlich haben die Teppiche keine Blutspritze abbekommen. Party on! Der Plan von König Donny ging auf. Ohne seine Anführer fristete das Volk wieder sein tristes Dasein. Doch blieb die Beseitigung der Führungspersönlichkeiten Partystans nicht lange geheim. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Ein Brief? Kennt diese Person kein Twitter? König Donny, kürzlich erfuhr ich von der Beseitigung all eurer Führungspersönlichkeiten. Hierfür schon mal meinen Respekt. Ich hätte es nicht anders gemacht. Doch ist mir aufgefallen, dass euer prächtiges Land nun ohne Schutz dasteht. Und da habe ich mich kurzerhand entschlossen, es zu erobern. Mit 120.000 Mann. Ihr habt 3 Tage Zeit, euch zu ergeben. Ansonsten... Oh
Liebe Grüße, dein Skeletor. Ich gebe ihm 3 Tage Zeit, sich zu ergeben. Ansonsten, liebe Grüße, dein Skeletor. Oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Hey Sugar, was sollen wir denn jetzt sagen? Wir sind doch nur einfache Frauen. Wir haben vom Krieg doch keine Ahnung. Darum musst du dich selbst kümmern. Oh nein! Das war ja ein Kinderspiel. Na, meine Süßen, was machen wir jetzt? Na Party!